taken by the cop or not. So while we are hearing from you. Die Delegierten aus 195 Ländern verhandeln über einen neuen Klimavertrag. Das Schwierige dabei, jeder versucht die Interessen seines Landes durchzubringen, mit völlig unterschiedlichen Strategien. Manche fordern große Schritte, andere wiederum verzögern und blockieren. Und in den kleinen Verhandlungen dürfen die Journalisten ihnen sogar über die Schulter blicken. Bei den großen Verhandlungen allerdings, da kommen Beobachter und Journalisten gar nicht erst in den Raum. Darüber wacht die UN-Polizei. Um dennoch die Transparenz zu wahren, haben die Veranstalter überall Monitore aufgebaut. Und so beobachten wir eine der spannendsten Verhandlungen. Geduldig hört sich der Verhandlungsleiter die Meldungen der Delegierten an. Uns fallen besonders drei Vertreter auf, die aus Nicaragua, Kiribati und Indien. Drei völlig verschiedene Verhandlungstypen. Einer, der die Strategien der Verhandler gut kennt, ist Hans Verolme. Der Niederländer trainiert Delegierte extra für diese Konferenzen. Er war schon bei vielen UN-Verhandlungen dabei, er weiß, worauf es ankommt. Das ist Schauspielerei. Du spielst auf der Weltbühne eine große Rolle und du willst, dass dein Stück sich in eine bestimmte Richtung entwickelt. Aber du kannst nicht alleine die Richtung bestimmen. Das verlangt von dir, dass du manchmal bestimmte Dinge sagst und machst, die du in einer normalen 1-zu-1-Konversation nicht machen würdest. Nur damit du bekommst, was du willst. Wenn du dein Ergebnis bekommst, hast du dein Ziel erreicht. Ich mache einen Alternativvorschlag. Bitte lassen Sie mich ausreden. Der Delegierte aus Nicaragua, Paul Oquist Kelly zum Beispiel, redet sehr lange, obwohl eigentlich gar keine Zeit ist, und macht dann einen Vorschlag, der gar nicht zum Thema passt. So etwas nennt man auf Englisch Filibustering. Du holst sehr weit aus, ohne zum Punkt zu kommen. Du tust so, als würdest du einen alternativen Vorschlag machen, aber es ist gar kein richtiger Vorschlag. Man dreht sich im Kreis und die eigentliche Frage wird nicht beantwortet. Wenn dein Plan ist, die Sache nicht voranzubringen, warst du erfolgreich. Differentiation must incorporate. Margarita Barro ist die Delegationsleiterin von Kiribati. Ihr Inselstaat droht unterzugehen, wenn der Meeresspiegel weiter steigt. Wir brauchen jetzt Hilfe, um zu überleben. Ihre Strategie ist es, an die Gefühle der Menschen zu appellieren. Denn nur wenn wir gemeinsam etwas fühlen, sind wir bereit, etwas zu ändern, um diese gefährdeten Inseln zu retten. Das geht über die Logik hinaus. Man kann vieles rational erklären. Den Anstieg, der Meeresspiegel, den CO2-Gehalt der Luft. Aber wenn es dich nicht hier berührt, handelst du nicht. Eine andere Strategie wendet der Inder Sushil Kumar an. Er mischt die Verhandlung oft mit Fragen auf. Was ist der Mehrwert von diesen Paragraphen? Warum wollen wir uns auf diese Herausforderung in 2 Jahren schon wieder einlassen? Was soll vor 2020 passieren? Indem er Fragen stellt, sagt er indirekt, ich mag es nicht. Aber lieber als klar Nein zu sagen, stellt er eine Frage, die zeigt, dass er das Thema für Blödsinn hält. Er versucht, der Diskussion eine bestimmte Logik aufzuzwingen, durch seine Fragen. Und wenn diese Logik von den anderen akzeptiert wird, durch die Beantwortung der Frage, hast du schon halb gewonnen. Olme berät beim Klimagipfel asiatische, amerikanische und afrikanische Staaten. Für ihn gehört das Schauspielern dazu. Manche Leute sehen die Verhandler kritisch, weil sie Schauspielern. Aber ich denke, das ist nur Mittel zum Zweck. Das ist Teil ihres Jobs. Du musst es machen. Manche können es besser als andere. Einigen sieht man gerne dabei zu, die sind fast schon unterhaltsam. Und dann gibt es welche, die sind grauenhaft und langweilig. Verhandeln ist eine Kunst. Wer sie beherrscht, kann mehr für sich herausholen. Auch davon hängt ab, ob der Vertrag am Ende einen Fortschritt bringt oder wirkungslos bleibt.